dial hard, and you'll hit. You're right, bang my head. You are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. They use all my love, use all my time, use all my heart. Guten Morgen, Leute. Richtig, richtig lange keinen Vlog gemacht. Und ich habe gestern auf Instagram gefragt, was ihr euch denn so wünscht, was ihr mal gerne sehen möchtet und so weiter. Und deswegen habe ich meine alte Vlogging-Kamera ausgepackt und werde heute ein Full Day of Eating machen. Ja, und ich wurde halt gefragt, was ich so den Tag über esse. Und ja, um das Thema geht es also heute. Ihr werdet euch wundern, wie das Ganze so aussieht. Ja, heute ist Donnerstag, ein ganz normaler Wochentag eigentlich. Und meine Ernährung sieht eigentlich immer ziemlich, ziemlich gleich aus. Und ihr werdet sehen, wie das Ganze so aussieht. Viele von euch denken vielleicht, ich würde so ja, Bodybuilder-mäßig irgendwie essen, aber das ist völliger Quatsch. Was ich bisher zu mir genommen habe, ist ein Kaffee und das war's. Allerdings steht jetzt nach dem Aufstehen auch erstmal Training an. Ich mache mich jetzt ready und dann geht's ab. Zu mir nehme ist einfach meistens ein Booster morgens echt immer noch so ein bisschen Matsche bin. Kreatin kommt rein ein bisschen und Big Eight, das heißt alle 8 essentiellen Aminosäuren. Das nehme ich einfach, damit mein Muskel so geschützt ist beim Training und ja. Jetzt heißt es Trainingsanfang und dann geht's ab. Da sind wir auch schon im Gym, also fast auf dem Parkplatz. Ja, also Leute, ich mache es mir eigentlich immer ziemlich einfach mit dem Essen, wie ihr gemerkt habt. Also erstmal gibt es kein Frühstück. Ich stehe meistens immer so gegen 10, 9 Uhr auf und starte dann in den Tag. Dann geht es ab ins Training. Das erste richtige Mahlzeit ist ein Shake später. Und dann geht es erst wirklich irgendwann los, dass ich richtig esse. Ihr werdet sehen, wie ich es mache. Das Einzige, worauf ich auch wirklich achte, ist, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme und dass ich nicht vollkommenen Scheiß esse. Aber das kommt auch mal vor. Also ich bin da mit Sicherheit nicht perfekt, was Ernährung angeht. Besonders nicht, wenn ich irgendwie jetzt so eine krasse Diät mache. Aber zum Thema Diät kann ich euch auch noch mal was erzählen. Das ist auch nicht so extrem, wie viele das denken. Aber jetzt gehen wir ja, der berühmte Aufzug, Leute. Erinnert ihr euch noch früher, wie oft ich hier gevloggt habe und eigentlich fast jeden Tag? So, Leute. Das dritte, was ich heute zu mir nehme, ist also hier ein Proteinshake. Ich habe da 3 Löffel reingetan. Ich schätze mal, hat so immer zwischen 300-400 Kalorien und ja, den trinke ich jetzt nach dem Training, eigentlich auch fast jeden Tag nach dem Training immer einen Shake rein und ja, feste Mahlzeit gab es immer noch nicht. Wir haben jetzt einmal kurz die Uhr checken, 12 Uhr und es gab noch nichts Richtiges zu essen. Ja, jetzt heißt es warten, wir wollen eigentlich ins MAD gehen, Move Artistic Dome in Köln. Wir sind aber mal wieder hier, die Accident Crew ist mal wieder langsam im Entscheiden, wann wir uns jetzt treffen und wann es jetzt losgeht. Deswegen chill ich jetzt noch eine Runde und zum Chillen
gibt's ein Red Bull Konter Energy Drink Old School nach dem Booster. Ja, ich melde mich später wieder bei euch. Geht ab, Leute. So, wir gehen jetzt essen und jetzt ist die erste richtige Mahlzeit heute. 16.16 Uhr haben wir und ich habe mich breitschlagen lassen, zu Subway zu gehen, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Subway-Fan bin. Und Tuba eigentlich auch nicht, aber Simon. Oh. Okay, Tuba ist übelster Subway-Fan und Simon hat uns aber überredet und jetzt gehen wir da hin und essen. Leute, wieder im Auto. Ich muss sagen, Subway ist auf jeden Fall nicht mehr so mein Favorit irgendwie. War nicht so geil. Jetzt bringen wir Tuba nach Hause. Und dann geht's nochmal zu Meckes. Dann gehe ich kurz nach Hause zu mir. Kurz relaxen. Wir haben jetzt gleich 20 nach 5. Und in knappen guten 2,5 Stunden geht's noch mal ins McFit. Noch ein Breakletics-Kurs. Wieder zu Hause und warte jetzt auf meinen Kurs. Jetzt gibt's doch noch einen kleinen Snack und zwar 2 Kiwis. Die gibt's jetzt so zwischendurch einfach. Ihr müsst natürlich bedenken, so, ich habe natürlich auch sehr viel Bewegung, ne? Also das heißt, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt noch gleich Kurs, dann habe ich mein normales Training gehabt, dann habe ich das MAD gehabt gerade und ich habe natürlich auch viel Aktivität. Demnach kann ich eigentlich wirklich ziemlich viel essen und muss mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich da irgendwie ansetze oder sowas. Das kann natürlich nicht jeder machen. Natürlich, jeder kann seinen Aktivitätsumsatz so hoch steigern, dass er auch essen kann, was er will. Ne? Aber dann müsst ihr euch natürlich auch viel bewegen und dann braucht ihr auch die Zeit dazu. Das heißt, das ist nicht für jeden was. Und ich glaube, viele da draußen denken irgendwie, ich würde extrem auf die Ernährung achten, was aber nicht so stimmt. Was ich halt mache, ist, ich achte ein bisschen drauf, dass ich nicht zu viel Scheiß esse und ich achte darauf, dass ich genügend Eiweiß esse. Das sind so die 2 Dinger. Ich esse jetzt hier meine Kiwis und melde mich dann später nochmal zum Abendessen. Bis später. Yo Leute, was geht ab? Ich bin endlich auch mal zu Hause und jetzt gibt es noch Abendessen? Meistens ist es so, dass ich abends mir einfach nur noch einen kleinen Salat mache. Was heißt klein? Der ist dann eigentlich schon recht groß. Und habe ich halt immer Proteinquellen drin, so wie Thunfisch oder irgendwelche veganen Sachen. Kidneybohnen. Immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was ich gerade da habe. Dann tue ich da Lauch rein, Tomaten. Gurke habe ich leider nicht mehr da, aber normalerweise kommt das auch da rein. Und dann war es das Ganze auch schon. Dann gibt es meistens immer Balsamico und Olivenöl. Und das war es dann auch eigentlich schon. Eigentlich sehr, sehr unkompliziert. Das Ganze ein bisschen schön zusammen, ein bisschen
Salz, Pfeffer, paar Gewürze und so. Und dann war's das. Ja, so sieht ein Full Day of Eating bei mir aus. Vielleicht habt ihr euch das ein bisschen anders vorgestellt. Und vielleicht habt ihr es auch euch genauso vorgestellt. Das sieht natürlich immer ein bisschen anders aus. Aber im Grundsatz her sieht es immer sehr, sehr ähnlich aus bei mir. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch ein bisschen gefallen. Je nachdem, ob ich gerade aufbauen möchte oder Diät mache, sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber gerade ist einfach eine ganz normale Phase. Heißt so, Gewicht halten, Form halten. Und so sieht das Ganze bei mir aus. So bleibe ich relativ gut in Shape, ohne großen Aufwand. Ich kann trotzdem eigentlich ein bisschen essen, was ich will. Ja, wenn ihr Fragen noch zur Ernährung habt oder zu bestimmten Sachen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bevor ich es vergesse, habe ich eben noch auf dem Nachhauseweg dran gedacht, dass ich euch das auch alles erzähle. So, ich muss ein bisschen was zusammensuchen. Und zwar geht es noch um das Thema Supplementierung. Da nehme ich einiges vorm Schlafengehen noch. Und das möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. So, und zwar nehme ich Omega-3. Wichtig für die Gelenke, für eine gesunde, vernünftige Fettverbrennung. Und dann nehme ich Kreatin, immer in Kapseln, weil manchmal packe ich es auch noch mit in einen Booster rein oder so, aber ich nehme immer 5 Gramm abends in Kapseln, weil es einfach für mich unkomplizierter ist, das Ganze in Kapseln zu machen. Dann nehme ich Tribulus Intense 2500 plus Zink. Das ist für einen normalen Testosteronspiegel so. Ich habe das Gefühl, das bekommt mir ganz gut. Die Leute streiten sich ein bisschen drüber, ob das was bringt oder nicht. Glucosamin Chondroitin. Viele von euch wissen, ich habe so Gelenksprobleme und Probleme in Schulter und Ellbogen. Und dafür nehme ich das. Und zusätzlich auch noch einmal Zink. Ja, die ganzen Produkte bekommt ihr auch bei LSP. Schaut gerne in den Online-Shop mal vorbei. Link ist auch unten in der Beschreibung. Dann nehme ich 5-HTP. Ist so pflanzliches Antidepressiva so ein bisschen in Verbindung mit L-Tyrosin. Auch sehr wirkungsvoll. Und Multivitamin. Beides ist von New Nutrition. Ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das sind die einzigen zwei Produkte, die ich bei LSP nicht bekomme. So, jetzt ist der Vlog aber wirklich zu Ende. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, nochmal zu vloggen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht machen wir auch nochmal sowas wie Daily Vlogs. Wenn ihr darauf Bock habt, haut es auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Gute Nacht. Der Vlog endet nicht. Ja, und zwar habe ich das öfter mal, dass ich irgendwie dann so gegen Mitternacht oder noch später nochmal irgendwie Hunger bekomme. Und dann mache ich mir meistens ein Müsli. Voll simpel, nichts Wildes. Es muss ja schnell gehen. Und zwar nehme ich dann hier so ein ganz normales Knuspermüsli. Das ist das jetzt von Rewe. Die weniger süß Edition. Und da tue ich dann einfach nur 2 Löffel Protein rein. Das ist Vanilla Ice Cream. Ich feiere das übelst. Finde das richtig, richtig lecker. Dazu dann einfach ein bisschen. So, jetzt sind wir drauf. Dazu einfach ein bisschen Zimt. Dann das Protein mit rein. Und dann war es das auch schon. Ja, das Ganze mache ich entweder mit Mandelmilch. Ich habe jetzt aber keine mehr zu Hause gerade. Und deswegen
So, Proteine haben wir auf jeden Fall safe heute. Und deswegen fettarme, normale Milch oben drüber und fertig. So Leute, das war's jetzt aber wirklich. Gute Nacht und bis bald.